Eine der häufigsten zahnärztlichen Behandlungen sind Zahnvereinviertelungen. Sie dienen dazu, Latschir oder Kavitaten in den Zahnhinnen zu vereinvierteln und die Gesundheit des Zahnschmelzes zu erhalten. Aber wie pflegt man eigentlich seine Zahnvereinviertelungen, um sie so lange wie möglich haltbar zu machen? In diesem Video werden wir einige Tipps und Tricks besprechen, um die Lebensdauer Ihrer Zahnvereinviertelungen zu wählernähren. Zu einer CHST einmal ist es wichtig zu wissen, welche Art von Zahnvereinviertelung Sie haben. Es gibt verschiedene Arten von Zahnvereinviertelungen wie Amalgam, Komposit oder Keramik. Jede Art erfordert eine spezifische Pflege, um sie in gutem Zustand zu halten. Sprechen Sie also mit Ihrem Zahnarzt A1/4BER die Art Ihrer Zahnvereinviertelung und lassen Sie sich entsprechende Empfehlungen geben. Eine wichtige Regel bei der Pflege von Zahnvereinviertelungen ist eine gute Mundhygiene. Das heißt, dass Sie regelmäßig Ihre Zähne putzen, idealerweise zweimal täglich, und regelmäßig Zahnseide benutzen sollten. Eine gute Mundhygiene hilft nicht nur dabei, Karies zu verhindern, sondern auch dabei, das Risiko von Zahnfleischentzündungen und anderen Zahnerkrankungen zu reduzieren. Es ist auch wichtig, regelmäßig zu Ihrem Zahnarzt zur Kontrolle zu gehen. Ihr Zahnarzt kann Ihre Zahnvereinviertelungen A1/4BER/A1/4FEEN und eventuelle Probleme A1/4 zeitig erkennen. Je A1/4 hier Probleme erkannt werden, desto einfacher und kostengar A1/4-günstiger ist in der Regel die Behandlung. Daher empfehlen Zahnärzte in der Regel halbjährliche Kontrolluntersuchungen. Eine weitere wichtige Regel bei der Pflege von Zahnvereinviertelungen ist es, auf bestimmte Nahrungsmittel und Getränke zu verzichten. Säurehaltige Lebensmittel und Getränke wie Zitrusfrüchte, Limonaden oder Energydrinks kann in den Zahnschmelz angreifen und die Zahnvereinviertelung beschädigen. Vermeiden Sie also den A1/4BER-Eigenkonsum dieser Nahrungsmittel und trinken Sie stattdessen viel Wasser, um Ihren Mund zu A1/4-LEN und den Säuregehalt zu neutralisieren. Wenn Sie zu Zahnknirschen neigen, kann dies ebenfalls Ihre Zahnvereinviertelungen beeinträchtigen. Zahnknirschen kann den Zahnschmelz beschädigen und die Zahnvereinviertelung lockern. In solchen Fällen empfehlen Zahnärzte oft das Tragen einer Schiene während des Schlafs, um die Zähne zu vereinvierteln und das Knirschen zu reduzieren. Sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt A1/4BER die bestmögliche Lösung A1/4er Ihr individuelles Problem. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Pflege von Zahnvereinviertelungen mit einer guten Mundhygiene, regelmäßigen Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt und der Vermeidung von schädlichen Lebensmitteln und Gewohnheiten verbunden ist. Je besser Sie auf Ihre Zahnvereinviertelungen aufpassen, desto länger werden Sie halten und Ihre Zähne gesund erhalten. Vergessen Sie also nicht, Ihre Zahnvereinviertelungen wie Ihre A1/4-Zähne zu pflegen und sie so lange wie möglich zu erhalten.